Na, immerhin bin ich am nächsten Tag nicht toll, vollkommen am Ende. Du bekommst eine Unterhaltung mit. Oh hey, kennst du das Antiquariat in der Einkaufsstraße? Hat das nicht heute seine große Wiedereröffnung? Was? Ein Antiquariat? Ja, nach der Iwatodai-Station etwas geradeaus und dann über den Zebrastreifen. Wir sind schon länger an dieser Schule. Du solltest dich öfter mal umschauen. Antiquariat. Der Unterricht ist für heute vorbei. Anscheinend öffnet das Antiquariat in der Einkaufsstraße heute wieder. Na dann, war das wohl die Aufforderung mit sieh dich um? Antiquariat, Bookworms. Möchtest du reingehen? Ja. Liebe die beiden. Iwatodai, Einkaufsstraße, Antiquariat, Bookworms. Ein alter Mann und eine alte Frau stehen hinter der Theke. Willkommen. Wie kann ich dir helfen? Wir haben frische Makrele. Entschuldige, wie du sehen kannst, verkaufen wir gar keinen Fisch. Hey, du bist bestimmt Schüler. Gehst du auf die Gekkokan-Hai? Dann kennst du bestimmt den Kakibaum dort. Kakibaum? Glaubst du, ich denke mir das aus? Ich meine es ernst. Er wurde direkt neben dem einen Weg im Schulhof gepflanzt. Irgendwo auf dem Gelände der Gekkokan High School gibt es wohl einen Kakibaum. Aber dir ist nicht klar, was das alte Paar mit dem Baum verbindet. Tut mir leid. Er schnattert wie ein verrückter alter Mann. Ignoriere ihn einfach. Verabschiedest dich von dem alten Paar und verlässt das Antiquariat. Vielleicht sollte ich mir auch einfach mal den verdammten Kakibaum angucken, wa? Den ich schon dreimal angeguckt habe. Hier wächst ein kleiner Baum. Das muss wohl der Kakibaum sein, über den das alte Paar im Antiquariat geredet hat. Du hast ein Blatt auf dem Boden gefunden. Kakiblatt erhalten. So. Back to topic. Willkommen bei Bookworms. Wie viele Gäste? Raucher oder Nichtraucher? Entschuldigung, aber dürfte ich das Blatt in deiner Hand sehen? Der alte Mann interessiert sich für das Kakiblatt. Möchtest du es ihm zeigen? Es ihm zeigen. Oh, ist das ein Blatt von diesem Kakibaum? Er muss ziemlich gewachsen sein, um solch herrlichen Blätter sprießen zu lassen. Du willst gar keine Bücher kaufen? Du wolltest uns das nur zeigen? Ja, genau. Ich wusste es. Ich wusste von Anfang an, dass du eine nette junge Dame bist. Der alte Mann lobt dich über den grünen Klee. Ich wollte den Baum schon lange mal besuchen. Aber ich weiß nicht, ob diese stämmigen alten Beine es so weit schaffen. Das war kein Wortspiel, du weißt schon. Stämmig. Baumstamm. Sehr schlau, Liebling. Das ist meine Frau Mitsuko. Ich bin Bunkichi. Magst du uns deinen Namen verraten? Du heißt also Erenia Taylor. Dann nennen wir dich ab jetzt Erenia-chan. Nennt mich doch einfach Erichi. Bunkichi und Mitsuko freuen sich, dass du ihnen vom Kakibaum erzählt hast. Du lernst das alte Paar etwas besser kennen. Gen mit G. Ach ja. Die Hierophant Arcana mit dem süßen, knuffigen alten Ehepärchen. Es wird schon dunkel draußen. Wir haben jeden Tag außer Montag geöffnet. Besuch uns einfach, wenn dir langweilig ist. Du verabschiedest dich von Bunkichi und Mitsuko und beschließt, zurück ins Wohnheim zu gehen. Was ich hier nicht für Freundschaften schließe. Where have you been? In der Schule? Solange ich ausfalle, solltet ihr lieber in Form bleiben. Falls irgendwas passiert, müsst ihr es nämlich ausbaden. Ist ja gut.
Wo ist mit Chido? Jeden auf eigene Faust loszuschicken ist eine gute Methode, um eine Ebene im Tartarus zu erkunden. Aber wenn du dabei auf einen Gegner triffst, musst du vielleicht allein mit ihm fertig werden. Das kann ziemlich gefährlich werden. Aber wenn du stark genug bist, fürchtet sich der Gegner vor dir und dann brauchst du dir keine Sorgen machen. Du hättest eher an die Liebenden gedacht. Warte mal, ich überlege gerade, wer war Lovers? Ach ja, ich weiß wieder, wer Lovers war. Ich weiß wieder, welcher Social Link. Die da. Die da ist die Lovers. Mitsudo-Senpai müsste in der Kommandozentrale sein. Sie meinte, dass sie noch etwas üben müsste. Oh, sie sagte, dass es okay wäre, falls du heute in den Tartarus willst. Okay. Ich bin noch zu jung, um so erschöpft zu sein. Noch schlimmer ist es, wenn man im Kampf erschöpft ist. Erschöpft schlägst du nicht so hart zu, sodass es länger dauert, einen Gegner zu besiegen. Außerdem wirst du leichter getroffen. Ihr Jungspunte wisst doch gar nicht, was gut für euch ist. Zu meiner Zeit haben wir uns ausgeruht. Ich raff ja deinen Punkt, aber was soll dieses dämliche Nachäffen? Mitsuru-Senpai! Mitsuru-Senpai! Das ist eine Reihe von Konsolen. Du weißt nicht, wie sie funktionieren, aber sie sehen hochmodern aus. Mhm. Hm? Was gibt es? Heute Nacht in den Tartarus. Also gut, wir treffen uns um Mitternacht in Tartarus. Komm nicht zu spät. Ich sag den anderen Bescheid. Mitsuru-Senpai! Gut, gut. Wir sind alle gut. Wir sind gut. Das ist gut, dass wir gut sind. So, dann gehen wir mal in die 14 und machen mal den den Big Boy fertig. Ja, der ist relativ stark. Sei vorsichtig. Jada, jada, jada. Hi, Big Boy. Viel Glück. Bleibt konzentriert. It seems you've attracted the Guardian's attention. Its Arcana is the Chariot. Als ob mir das was sagen würde. Geblockt. Das sagt mir. Das sagt mir, ich will nicht den Matio nehmen. Das ist scheiße. Takiba ist dizzy. Check this out. Damn. You couldn't finish it off. Can anyone help? Why, you little... Now strike back. Ich strike back, indem ich erstmal die Arcana wechsle. That one just won't die. Hier mal. Help
mach mal den Healer. Spürst eine Veränderung in dir. Fixiert, Stufe 4 erreicht. Und ich habe eine Skillkarte. Nochmal Lebensbalsam. Und ein Soma. Balm of Life. Die Struktur der nächsten Ebene scheint anders zu sein. Mal sehen, was du rausfinden kannst. Okay. Seltsame Arten. Gegen die, die weglaufen, macht es keinen Arsch mehr zu kämpfen. Der da. Two enemies detected. Enemies remain. Don't get careless. You've defeated an enemy. Geklaut, die dumme Sau. Ach ja. Oh, da ist eine Treppe. Ach ja, wie war das? Struktur ist anders, ne? Das ist deine Sackgasse. Gute Arbeit. Kehre zum Eingang zurück. Okay. Altes Dokument erhalten. Du kannst eine Beschreibung des Dokuments im Klosar nachlesen. Im Klosar. Okay, schlaf gut. Wo ist denn hier das Klosar? Doch. Der Strom läuft. Aber warum braucht die so viel Saft? Auf dieser Insel gibt es bloß eine Schule. Apathie-Syndrom. Mysteriöses Leiden, das seit kurzer Zeit auftritt. Den News zufolge liegt es am Stress. Ah ja. Ganz viel Background-Info-Dokumente und so. Der Weg zur nächsten Ebene ist blockiert. Du kommst hier nicht weiter. War klar. Bist du bereit, zum Eingang zurückzukehren? So, na dann haben wir jetzt hier alles erkundet. Und danach heißt es lernen, 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 lernen. Bis zum nächsten Vollmond lernen. Heute ist keine Schule. Ui. Was macht man denn, wenn man keine Schule hat? An deinem Schreibtisch kannst du lernen, bis der Tag fertig ist. Was möchtest du mit dem Rest des Tages anfangen? Zeit mit Lernen verbringen. Du hast dich entschieden zu lernen. Du hast ein schwieriges Problem gelöst. Dein Wissen hat sich erhöht. Heute bist du völlig konzentriert und aufnahmefähig. Du hast noch viel Zeit und denkst, dass du noch mehr Probleme lösen kannst. Es gelingt dir, ein Problem nach dem anderen zu lösen. Dein Wissen hat sich erhöht. War also effektiver Tag. Du bekommst eine Unterhaltung mit. Guten Morgen. Montags bin ich immer so schrecklich müde. Hast du das nicht schon letzte Woche gesagt? Ist heute diese besondere Morgenversammlung? Was soll das? Es gab doch erst letzte Woche eine. Kannst du dich noch an die tolle Rede von Kiricho-Senpai letzte Woche erinnern? Oh
ja, die war klasse. Wobei ich das meiste nicht verstanden habe. Soweit ich weiß, war der Direktor so neidig, dass er eine eigene Rede halten will. Echt jetzt? Was soll das denn? Warum müssen wir unter seinem Ego-Trip leiden? Die erste Glocke hat geläutet. We'll now begin this morning's assembly. First, our principal has some words he'd like to share with you. Please give him a warm welcome. Thank you. What's the deal with the assembly? You think it's about the recent incidents? Who cares? The principal doesn't know anything about the shadows anyway. I just hope this doesn't take too long. I know. His speeches always drag. Today, I'd like to tell you about my vision for this school year. As you are aware, strange incidents have been reported on the news lately. It is my firm belief that none of you are involved. However, if we want to better our school, then we all need to accept responsibility for change. Dig deep down inside and tap into your imaginations. But don't lose touch with reality. As they say, there's no use crying over spilled milk. Oh Gott, einer von der Sorte, die sich witzig findet. This is the key to reaping all the rewards that school has to offer. Der Direktor fährt mit seiner Rede fort. Wait a minute. Doesn't this remind you of Mitsuru Senpai's speech? Yeah, you're right. What's up with that? Huh. Taylor. Entschuldige, aber ich muss nach der Schule mit dir reden. Ich habe eine besondere Bitte. An mich? Tut mir leid für die Hektik, aber ich will einfach niemand anderen fragen. Ich erzähle dir mehr darüber nach der Schule, okay? Au revoir. Warum kommt sie immer mit ihrem scheiß Französisch? Dann auf Runden und die Antwort ist x gleich 1. Hm? Ist es so ich? Oh, verstehe, dieser Term wird 11, also... Es tut mir leid, du hast recht. X gleich 2. Moment, stimmt das? Okay, eure Hausaufgabe ist, das herauszufinden. Trotzdem, war das nicht unglaublich? Selbst bei einem so schwierigen Problem wie diesem entspricht X immer noch 1 oder vielleicht 2? Ich würde damit sagen, dass Mathe Spaß macht. Meint ihr nicht auch? Die Zivilisation ist das Ergebnis der Mathematik. Okay, heute ist der 27. Damit bist du dran, Erenja. Weißt du, wann Zahlen erfunden wurden? Ach, scheiße. Direkt ist eine wahre Führungskessel. Alter, wann wurde denn Mathe erfunden? Wen interessiert's? Ach nee, wann wurden Zahlen erfunden? Nicht Mathe. 6000 Jahre? Richtig. Zahlen wurden vor 6000 Jahren von den Sumerern erfunden. Später wurde in Indien die arabische Ziffer erfunden und damit auch die Zahl 0 und zahllose Gleichungen. Ah, das ist alles so harmonisch und schön. Mathematik ist so großartig. Du hast richtig geantwortet. Dein Charme hat sich erhöht. Ich wusste es doch. Jedes Mal, wenn ich in der Schule was wusste, bin ich charmanter geworden. Entschuldige, dass ich dich habe warten lassen. Kurz gesagt will ich, dass du dem Schülerrat beitrittst. So, auf einmal. Du müsstest auch nicht an jeder Aktivität teilnehmen. Komm einfach zum Schülerratszimmer, wenn du Zeit hast. Warum ich? Wegen deiner Führungsqualitäten. Es ist sehr zeitraubend, Präsidentin zu sein. Da hätte ich für den Notfall gerne Hilfe. Du verstehst meine Lage. Ich bitte dich darum, weil du weißt, was es heißt, anzuführen. Geht klar. Einfach mal so. Okay. Nicht drüber nachdenken. Okay. Ich wusste, ich kann auf dich zählen. Ich habe schon ein Treffen für dich mit der Studienberaterin ausgemacht. Ins Lehrerzimmer musst du aber alleine gehen. Okay. Du musst bei Frau Toriyumi sprechen, um beim Schülerrat mitzumachen. Sag ihr einfach, dass du Interesse hast. Entschuldige, aber dass ich das einfach so arrangiert habe, aber du musst meine Situation verstehen. Geh bitte ins Lehrerzimmer, Taylor. Ich warte im Schülerratszimmer auf dich. Okay. Der Unterricht ist für heute vorbei. Ja, ich habe da wohl dann Dinge zu tun gerade. Entschuldigung, Rio, du musst warten. Ich muss gerade mal
irgendwas für Klassensprecher machen. Ich muss Dinge tun. Mann, das Lehrerzimmer. Okay, ja. Egokan Highschool Lehrerzimmer. Oh, Erenia, kann ich dir helfen? Wegen des Schülerrats. Ja, genau, Mitsuru hat es mir bereits gesagt. Du musst dir nur das hier durchlesen und da unterschreiben. Du hast jetzt Zugang zum Schülerratszimmer. Erenia Taylor? Gut. Überlass den Rest mir. Viel Erfolg im Schülerrat. Du hast jetzt Zugang zum Schülerratszimmer. Wo auch immer das ist. Was ist denn das? Lehrerzimmer? Krankenzimmer? Bibliothek? Nixzimmer. Suche beginnt. Musikraum. Physikraum. Labor. Kunstraum. In irgendeiner Etage wahrscheinlich. Durchsagenraum. Schülerzimmer. Schülerratszimmer. Das ist das Schülerratszimmer. Du hast die Erlaubnis, am Schülerrat teilzunehmen. Möchtest du eintreten und dich vorstellen? Egokan Highschool Schülerratszimmer. Leute, das ist Erenia Taylor. Sie macht beim Schülerrat mit. Erenia-kun, ha? Ich bin Hidetoshi Odagiri. Ich kümmere mich um das Disziplinarkomitee. I'm not Senpai. Aber ich werde auch bald ins Bett gehen müssen, weil ich muss morgen um 8 Uhr aufstehen. Ich muss ja zu meiner Mama einkaufen und dann Essen kochen. Ich bin Chihiro Fushimi, die Kassenwartin. Ich bin im 2. Jahr und finde mich noch zurecht. Also hab Geduld mit mir, Erenia-san. Ich freue mich, euch alle kennenzulernen. Der Typ macht gerade ein creepy Gesicht. Ja. Hidetoshi mustert dich. Du musst Potenzial haben, wenn dich die Presse Denden selbst ausgesucht hat. Freut mich, dich kennenzulernen. Hidetoshi will wohl mehr über dich erfahren. Du lernst die Mitglieder des Schülerrats kennen. Du hoffst, dass du dich gut mit allen verstehen wirst. Ich hoffe das wirklich sehr. Immer. Der Emperor. Oder auch, wie man es anders ausdrückt, der Herrscher. Ah. Bald ist die Schule vorbei. Heute geht es nur um Vorstellungen. Deine Aufgabe ist, uns zu helfen, Taylor. Ab jetzt hast du meine Erlaubnis, das Schülerratszimmer zu betreten, wann du willst. Auch nach der Schule. Der Schülerrat trifft sich immer Montag, Mittwoch und Freitag. Vor den Prüfungen setzen wir ein paar Tage aus. Danke, dass du heute gekommen bist. Gehst zurück ins Wohnheim. Sup, Dude? Alles klar, Alter? Yo, hat Mitsuru-Senpai dich gebeten, dem Schülerrat beizutreten? Mitsuru-Senpai, willst du wirklich eine neue Schülerin aufnehmen? Ich brauche bloß eine helfende Hand, mehr nicht. Es ist schon nicht zu anstrengend. Warum? Willst du auch mithelfen, Iori? Oh, ich verzichte, aber danke fürs Angebot. Und ich speichere. Danke fürs Zusehen. Jo, das war's heute erstmal mit Persona. Wir haben jetzt die ersten Level hinter uns gebracht, den ersten Part des Tartarus. Und wir nähern uns das nächste Mal den ersten richtigen Bossfight, den ersten bewussten Bossfight. Und ja, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Wie immer, danke, dass ihr dabei wart. Danke an dich, Jack. Jetzt würde ich Luke sagen, nur weil Luke heute auch schon mal da war. Danke auch an dich, Jinxy. Und sollte Eis das noch hören, danke auch an Eis. Habt noch einen angenehmen Tag und wir sehen uns beim nächsten Stream. Bis dahin, ihr Lieben. Tschüss.